häufigsten Ballkontakte hat Hässler in der Anfangsphase. Neuter. Oliver Bierhoff mit der ersten guten Chance für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sammer, ausschließlich offensiv in der Anfangsphase, kann er heute sein, und Möller. Ja! So haben wir uns das vorgestellt, und jetzt hoffe ich, meine Damen und Herren, schauen Sie auf die Trikotaufschrift der deutschen Spieler, gilt das Motto, das sie dort zeigen. Fußball mehr als ein 1:0. Wunderbar herausgespielt. Die starke Seite der Deutschen bisher, die rechte, ausgerechnet die beiden, deren Positionen so ein bisschen wackeln, Reuter und Hässler, der eine nach einer Verletzung, der andere nach einer unglaublich strapaziösen Saison. Hier am Ball Hässler. Hässler und Eils. Sammer. Gibt es mit Sicherheit nur Anerkennendes von uns heute. Sammer. Endlich Ziege. Tja, wer sagt? Hässler, Kunz, den hat er sich verdient. Den hat er sich wirklich verdient. Denn wer an eine eigentlich missglückte Bodenflanke, das war ja mehr ein Bodenpass von Christian Ziege, absolut verdient. Schauen Sie nochmal genau hin. Schade, dass wir die Szene davor nicht mehr sehen. Hässler und Kunz. Stefan Kunz mit dem 2:0. Sofort entschuldigende Geste von Roland Hilti. Nach dieser Attacke gegen Matthias Sammer, der Mann mit der 2, Hilti, tut das besonders leid, denn er ist ansonsten ein vorbildlicher Sportsmann, ist gleichzeitig der Trainer der U17-Mannschaft von Liechtenstein. Und Möller mit dem neuen Schuhwerk. Bierhoff, ja! Auch der zweite Stürmer gegen Dänemark. Sofort bekreuzigt er sich. Oliver Bierhoff. Überlegt gemacht. Kurz geschaut, was macht der Torwart. Noch ab. Bitte. Kurz haben Sie noch gesehen. Er ist 17 Jahre alt. Möller kann genauso wie Hässler in den ersten Minuten schalten und walten, wie er will. Hässler, Sie lassen ihn laufen. Ganz alleine. Es ist sicherlich einer der, wenn nicht gar der dankbarste Gegner in der deutschen Länderspielgeschichte, aber das soll nicht bös gemeint sein, so richtig zum Warmmachen für die Europameisterschaft. Vor lauter Ehrfurcht liefen drei Mann, die ihn hätte attackieren sollen, von Hässler weg. Ist natürlich das Spiel, das er liebt. Weit und breit von einem Gegenspieler nichts zu sehen. Dabei hätte Harry Zech seine Kreise stören sollen. Kohler, und er winkte, weil er ja nichts zu tun hatte hinten. War eine nette Szene. Helmer! Ist der dritte offensive Mittelfeldspieler heute. Neben Helmer. Hat Berti Vogts vor dem Spiel noch einmal angesprochen. Sammer. Und der Heb weiß nicht mal mehr, wo der Ball ist. Logischerweise, liebe Zuschauer, sehen wir das alles in der richtigen Relation, aber trotzdem freut es uns.
brasilianisch gemacht. Ja, sie nennen ihn den Ostfriesen alle. Schauen Sie sich das an. Bisschen unfreiwillig. Unkonventionell ganz sicher, aber gekonnt. Sammer testet seine Lauffähigkeit in diesem Spiel. Elmar Ziege und Beinschuh. Miss Ried und es Pfiffe gab. Heute tankt er Selbstvertrauen. Wunderschönes Tor nach Zusammenspiel. Doppelter Doppelpass zwischen Helmer und Ziege. Das kann doch Mario Basler nur reizen, den wir, so hat es der Bundestrainer eigentlich vor, dann in der zweiten Halbzeit sehen werden. Bei Werder Bremen gehalten hat, die andere nicht gehalten hätten. Allerdings war es des Öfteren auch umgekehrt. Und er sagt selbst, ich habe kein Problem damit, mit der Karriere vom Pannen-Olli zum Nationaltorhüter. Ziege. Hessler, Sammer, oh, wäre das ein Tor gewesen. Mit einem genialen... Schade, das Zuspiel von Hessler hätte ebenfalls eine Wiederholung verdient. Hier haben wir es nochmal, schauen Sie, alle gingen auf die andere Seite. Und da muss man raus, denn Hessler ist schon wieder da. Bioff und beste Parade von Martin Hill. Deutlicher Formanstieg, auch wenn sicherlich ein Gegenspieler namens Mario Frick kein Gradmesser für die Leistung Reuters ist. Dennoch, meine Damen und Herren, die Zuschauer hier im Stadion sehen es genau wie wir, was die deutsche Nationalmannschaft geboten hat. Basler, hoffentlich mit Raffinese, neue Variante, ja, sollte direkt kommen. Ja, aber auch so geht's. Auch so geht's. Neue Eckballvariante, die es ja früher schon mal gab. Bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel in Italien, damals auf Lothar Matthäus. Er hätte so kommen sollen, dass er ihn direkt hätte aufnehmen können. Aber dieser Lupfer, nicht unoriginell. Aber ist die Belohnung für seine Offensivfreude. Der schlitzohrige Blick von Basler. Sammer, Bierhoff, Bierhoff. Tja. Da wirkt er oft fast ein bisschen ungelenk, aber keine. Schauen Sie, technisch hat er doch eine ganze Menge drauf. Exzellentes Spielverständnis hier mit Matthias Sammer. Perez. Oh, Sie merken, Spielverderber sind auch er nicht, der Libero Daniel Hasler. Kunz. Das Tor hätte eigentlich gar nicht Jürgen Kohler machen sollen. Wenn Bode aber gewusst hätte, dass Kohler hinter ihm steht, meine Damen und Herren. Gestreckt, um zu sagen, mein erstes Tor. Er ist zum ersten Mal, abgesehen von einem Eckball in der ersten Halbzeit, aufgekreuzt vor dem liechtensteinischen Tor. Bode hätte es schon machen müssen. Und dann schleicht sich ganz heimlich hinten Jürgen Kohler frei.
Und im 83. Länderspiel endlich sein Tor und das in Mannheim. So haben wir es uns vorgestellt. Jetzt geht mit der Mentalität, auch wenn es schon viel, viel besser geworden ist. Jürgen Kohler, kommen die Sprechchöre. So wird das erste Länderspieltor. Basler! Ich höre wie noch nie, der Mann, der jetzt den Ball hat, Jürgen Kohler. Sammer! Und auch ansonsten gute Szenen vor dem Tor betrifft, deutlichen Formanstieg. Ja, zum ersten Mal eigentlich ein solches Foulspiel von Harry Zech. Und beste Freistoßdistanz. Scholl muss deshalb noch ein bisschen warten. Ausnahmsweise Basler nicht am Ball. Möller. Oh, vom Feinsten. Recht verdient und das war das richtige Zuckerl zum Abschied. Denn Möller geht aus dem Spiel. Besser kann man sich nicht verabschieden. Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass nicht jeden Freistoß Mario Basler treten muss. Und damit Mehmet Scholl jetzt auf seiner Lieblingsposition, auf der von Andi Möller. 2 Treffer für ihn heute. Andreas Möller. Sie zeigen in einigen Szenen jetzt wirklich, dass sie auch Fußball spielen können. Schädler. Nachdem der Respekt, den sie in den ersten 45 Minuten zeigten und nachdem sie sich dort ja kaum aus der Umklammerung der deutschen Mannschaft hatten lösen können, verflogen zu sein scheint. Jetzt doch ein paar hübsche Spielzüge auch der Liechtensteiner. Hier ist ein sensationelles Tor. Das hat sich abgezeichnet. Und was glauben Sie, was jetzt in Liechtenstein los ist? Das Ergebnis hat ja kaum einen interessiert. Zu Hause jeder sagte, das gibt eine hohe Niederlage. Aber ein Tor wollen wir erzielen gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das haben sie sich erst recht aufgrund des Verlaufs der zweiten Halbzeit wirklich verdient. Und donnernder Applaus, objektiv von den Rängen. Und keiner hat es mehr verdient als Marco Perez vom FC Vaduz. Noch spielt er in. Aber Berti Fuchs hat sich eigentlich festgelegt, das Sturmduo. Aber wenn wir die Gesten richtig deuten, kommt er doch noch für ein paar Minuten. Ansonsten Berti Fuchs wollte das Sturmduo Kunz und Bierhoff eigentlich durchspielen lassen. Kunz lässt durch für der 17-jährige Telser. Aber Kohler, hätten Sie zu Saisonbeginn gedacht, meine Damen und Herren, dass der nochmal so in Form kommt wie jetzt? Kohler für Scholl lässt er durchlaufen, aber Scholl war. Klinsmann. Harry Zech. Kunz auf Bierhoff, gutes Verständnis der beiden und Klinsmann, ja, das ist es doch. Das nicht so weiter. Und jetzt ist er von dem Bacillus, von dem halt viele Torjäger gelegentlich mal auch über längere Zeit befallen werden.
das Gehäuse nicht zu treffen, kuriert. Damit hat die Psychotroge von Berdi Vogts gewirkt. Und noch schöner die Vorarbeit von Oliver Bierhoff. Basler. Da schimpfen von aber man spürt, mit diesem Treffer ist ihm so richtig eine Last von den Schultern gefallen, dem Jürgen Klinsmann. Was doch so ein einziges Tor sogar gegen Liechtenstein ausmachen kann, auch bei einem Basler. Was für ein unorthodoxer Weg. Basler auf Scholl. Aber der spielt wirklich keinen schlechten Libero da hinten, der Daniel Hasler. Vor allem bei den Flankenbällen Mario Baslers steht er meistens richtig. Kopfballstark, der Ex-Stürmer. Und vor allem einer, der immer lachen kann. Dietrich Weise sagt, selbst wenn wir die größte Packung bekommen, ist er guter Laune. Und die muss er auch haben, nach diesem erneuten Treffer von Stefan Kunz. Herrliches Tor. Zweites Tor von Stefan Kunz und das zweite Tor nach einem Eckball und beide Eckbälle von Mario Basler. In der zweiten Halbzeit funktioniert dies wesentlich besser. Aber normal, meine Damen und Herren, da sind wir uns ja einig, muss er den haben. Martin Heb. Schlusspfiff. Viel Glück bei der Europameisterschaft 96 in England. So steht es an der Anzeigetafel. Wir können uns nur anschließen. Etliche positive Aspekte, die dieses letzte Spiel gegen Liechtenstein zutage gefördert hat.